Wenig, weil die Hoffnung war da, eine große Euphorie war da von breiten Teilen der Bevölkerung, die eigentlich bis dahin nie links gewählt haben, auch kaum Teile der Bewegungen waren. Sie haben wirklich auf eine linke Regierung gesetzt. Diese linke Regierung hat aber im Juli 2015 ganz einfach verloren. Sie hat den Kampf, den Streit mit den neoliberalen Kräften Europas verloren, weil sie keine Solidarität gefunden hat. Und wenn ich da Solidarität meine, spreche ich nicht von der Solidarität bei den Menschen in Europa, weil da war eine sehr große Solidaritätswelle, vor allem in Deutschland. Aber was die Regierungen betrifft, war nur Solidarität da. Die Verhandlungen bei den Eurogruppen 2015 waren 18-1. 18-1, da kann man nicht gewinnen. Und wenn man dazu, und ich sage offen, auch unsere Fehleinsetzungen zählt, wir haben voluntaristisch gedacht, wir schaffen es allein. Wir haben sehr schnell leider blutend gelernt, dass es nicht möglich ist. Aber trotz, dass ein großer Teil dieser Hoffnung weg ist, trotz, dass eine große Enttäuschung sowohl bei den Syriza-Mitgliedern, allen voran bei den Syriza-Mitgliedern und bei der Bevölkerung da ist, die Mehrheit der griechischen Bevölkerung meines Erachtens nach will nicht in den alten Regimen zurückkehren. Das heißt, in den alten, korrupten Parteien, die bis jetzt das Land regiert haben und mitunter zusammen mit den neoliberalen Kräften Europas mitverantwortlich sind für die Situation, die wir hier haben. Ich meine aber nicht damit, dass Syriza sich wirklich nicht mehr anstrengen muss, Sachen richtiger zu machen, aus eigenen Fehlern zu lernen und zusammen mit Partnern, die in Europa zu finden sind, diesen Kampf weiter sowohl in Griechenland als auch europaweit zu führen. Syriza ist letztes Jahr etwas Sensationelles gelungen. Eine kleine Partei mit 4% hat auf einmal die Wahlen gewonnen in einem Land, das in einer tiefen sozialen und wirtschaftlichen Krise stand und steht immer noch. Syriza hat eine Herkulesaufgabe nach wie vor. Einerseits dieses Land eben aus dieser tiefen sozialen und wirtschaftlichen Krise rauszuholen, und gleichzeitig das linke Beispiel nicht nur für Griechenland, sondern insgesamt für Europa zu skizzieren. Das ist eine viel zu große Aufgabe für eine Partei, die immer noch klein ist. Das heißt, die Regierung hat verdammt wenig Raum, ihr eigenes Programm umzusetzen. Insofern, Syriza hat gleichzeitig mehrere sozusagen Aufgaben. Nochmal präzise gesagt, das Land aus der Krise zu führen, das linke Projekt zu unterstützen und gleichzeitig zusammen mit der europäischen Linken über den Sozialismus des 21. Jahrhunderts zu diskutieren. Und manchmal sind alle diese Aufgaben uns zu viel. Die Europäische Linke ist die Partei, die eigentlich auf europäischer Ebene die Alternative anbieten soll zu dieser neoliberalen Katastrophe, die wir überall in Europa leben. Sonst
erfüllen wir unsere Hauptaufgabe nicht. Und was ist unsere Hauptaufgabe als linke Kräfte, als linke Parteien? Die Menschen und die Gesellschaft zu unterstützen. Es gibt breite Massen der Bevölkerungen, sowohl in Europa, wir haben das jetzt auch in den USA gesehen, die wirklich mit dieser Politik und mit dem Establishment ganz einfach unzufrieden sind. Und da es solange es von links kein echtes alternatives Programm angeboten wird, tauchen immer wieder rechtspopulistische Kräfte auf, die natürlich diesen Wut der Bevölkerung für sich gewinnen. Also ich sage offen, die europäische Linke hat das in den letzten Jahren nicht geschafft, eigentlich ihren Anforderungen nachzukommen. Das heißt, dass sie europaweit eine Alternative anbietet. Wie könnten wir aus der Krise kommen? Wie könnten wir unser Europa wieder demokratischer gestalten, mit mehr sozialer Gerechtigkeit, Umweltschutz und natürlich mit offenen Grenzen, weil die Flüchtlingsdiskussion, die sogenannte Flüchtlingsproblematik auch jetzt sehr drängt. Alle diese Fragen sind eigentlich die Fragen, die Sachen, die in den letzten Jahren den Aufwind der rechtspopulistischen Parteien geben. Diesen Wind müssen wir wegnehmen. Und ich sage es im Vorhinein, ihren Diskurs mitzumachen, ist auf keinen Fall der richtige Weg, ihren Wind wegzunehmen. Die Erfahrung Griechenlands, aber nicht nur die Erfahrung Griechenlands, die Diskussion insgesamt um die Zukunft Europas ist natürlich eine sehr interessante und sehr oft auch eine sehr kontroverse Diskussion innerhalb der Europäischen Linke. Nichtsdestotrotz aber, wir müssen uns auf die Hauptzüge einigen. Das heißt, uns einigen, bis wir sozusagen unser Hauptfeind einmal gesiegt haben. Das heißt, wir sollen die ersten Kilometer dieses Kampfes, dieser sehr schöne, interessante und breite Autobahn gemeinsam gehen. Wenn wir dann einmal so weit sind, dass wir die neoliberale Logik der Kürzungspolitik und der Demokratieeinschränkung in Europa beseitigt haben, dann sind wir sicher an dieser großen Kreuzung angelangt, wo über mehrere Wege zum Sozialismus hingeht. An dem Punkt kann jeder seinen eigenen Weg gehen. Aber bis dorthin müssen wir gemeinsam gehen. Und das ist die Hauptaufgabe der Europäischen Linke, alle linke Kräfte Europas zusammen mit den sozialen Bewegungen, zusammen mit den Gewerkschaften, die Jugend vor allem, für diesen sehr notwendigen, aber gleichzeitig auch schönen und schwierigen Kampf zu vereinen. Insofern müssen wir viel mehr auf unsere Gemeinsamkeiten sozusagen setzen und nicht auf unseren Differenzen. Leider, das ist eine Kinderkrankheit der Linken, diskutieren wir uns lieber über das, was uns dividiert und nicht über das, was uns vereint. Die Machtfrage in Deutschland stellen, die wirkliche politische Verhältnisse in Deutschland ändern. Anders gesagt, den Schäuble und Merkel wegbekommen, zusammen mit ihrer Sparpolitik, weil in Deutschland vor ein paar Jahren die Linke war, für uns Linke in Griechenland und für Syriza war ein Vorbild, war eine sehr starke linke Partei. Viel stärker wie wir. Wir arbeiten auf alle Ebenen gut zusammen, auch auf der Ebene der Europäischen Linke. Eine echte Solidarität aber von die Linke für uns in Griechenland wäre, wenn sie es schaffen würde, zusammen mit anderen Kräften in Deutschland die
die Politik in Deutschland zu ändern. Das heißt, diese Doktrin von Merkel und Schäuble zu stoppen.